Wie ist es? Dass es Texte gibt, die nur aus Fragen bestehen? Ja! Yeah. Nein, glaube ich nicht. Haben wir noch nicht gehört. Haben alle Gäste vorher einen Crashkurs absolviert? Was macht ein Burgschauspieler in einer Hollywood-Schaukel? Kommen Augsoffene öfters in die Bretouille? Werden Wachsfiguren mit der Zeit immer größer? Sind die Sterne hauptsächlich nachtaktiv? Wann wird der Niagara-Fall endlich einmal aufgeklärt? Ist das linksdrehende Joghurt von den Kommunisten erfunden worden? Wenn einer auf der Zwarastirn wohnt, ist er dann ein Beta-Blocker? Wie viel Kalorien hat ein Astralleitbrot? Fahren Autisten manchmal auch mit der Trambe? Fassen Sie Kannibalen öfter mal ein Herz? Warum lassen Sie die Milch, Müff, und dann durch den Kakao ziehen? Das frage ich mich auch! Kochen Weicheier auch nur mit Wasser? Leiden Leute, die was ununterbrochen ihre Urlaubsdias herzeigen müssen, unter Diabetes? Verlässt der Zimmermann jemals seine Wohnung? Werden früher oder später alle Bananen vom wilden Affen bissen? Singen Sie in Blaupausen auch immer rot? Wie viel Busen hat die Natur eigentlich noch? Ist ein Stoffhund wirklich ein gutes Drogenversteck? Wenn Gewaltverbrecher heiraten, tauschen sie dann Schlagring? Und wenn die Kieber einen Drogenring zerschlagen, wer soll die Teil wieder zusammensetzen? Wie findet der orientierungslose Krimineller zum Tatort? Stehen Mitarbeiter im Fundbüro auf verlorenen Posten? Fahren Trankler mit einem Flaschenzug? Leiden depressive Pantomimen stüffel sie hin? Machen ein Eintagsfliegen Zukunftspläne? Liegt mir der Asgeier manchmal auf der faulen Haut? Wird am Oktoberfest Bier nur in Maßen ausgeschenkt? Hat jeder Duschkopf einen Wasserschädel? Warum sind die extremen Rechten so extrem gut verlinkt? Warum will jedes zweite Mal immer noch Friseurin werden? Karriere mit Schere oder was? Sind sie eigentlich verheiratet? Oder haben sie eine Hormonhaushaltshilfe? Warum kriegen die Metrosexuellen keine Freifahrt in der U-Bahn? Wenn das Leben eine Lawine kostet und eine Lawine ist Leben, ist da nicht wurscht? Was unterscheidet den Menschen eigentlich vom Affen? Dem Missing Drink? Müssen sie beim Sex immer Sonderstellung einnehmen? War Ramses III. Wirklich ein Burgenlandler? Oder warum stehen die Pyramiden in Gizeh? Wo haben Sie eigentlich Ihren Dealer kennengelernt? Beim Speed-Dating? Hat der Charlie Sheen wirklich nur Alkoholproblem? Oder ist er nicht ein Serienkiller? Hat man nach einem ordentlichen Rausch einen größeren Muskelkater? Hat Hurst Nasenreiz? Haben Sie sich schon mal in den Cholesterinspiegel geschaut? Darf man im Seniorenheim die Tastenkombination Alt entfernen verwenden? Hat der Pinocchio wirklich eine Bilderbuchkarriere gemacht? Und wirkt die Pippi Langstrumpf nicht manchmal ein bisschen verzopft? Haben Menschen mit Mundgeruch nur flüchtige Bekannte? Wenn es eh ein Leben nach dem Tod gibt, wozu stirbt man dann? Haben Sie eine Nase für Koks? Woher kriegt man die passenden Dessous für einen Söllenstriptease? Gegen Sodomiten mit den Händeln schlafen? Ist Oralverkehr Zuckerschlecken? Gibt's wirklich Leute, für die Geschlechtsmerkmale sekundär sind? Wie bestattet man Abfahrtsläufer? In Hockeygräber? Haben Marathonläufer ein Ablaufdatum? Was macht ein guter Optiker? Brillieren? Hassen Computerfreaks ein Motherboardfucker?
Nennt man eine Putzfrau, die was ihren Job aufgegeben hat, King Ex. Denen schrinkt es manchmal auf einen Cocktail. Wie viel Sexualakte hat ein Beziehungsdrama? Und hat Sex ohne Vorspiel oft einmal ein Nachspiel? Wenn Frauen von der Venus kommen und Männer vom Mars, woher kommen dann die Kinder? Kann man ein Hostia als Pro-Baby-Pille bezeichnen? Wenn dir dein Biograf immer einen Schritt voraus ist, hast du denn überhaupt nur Leben? Haben auch Vordenker manchmal Hintergedanken? Und stellen manche Leute nur deswegen so viele Fragen, weil sie nicht gefragt werden? Danke. Jetzt keine Fragen, nackte Tatsachen, Text mit dem Titel. Herbst. Alle Wienerinnen und Wiener, hat er gesagt, ich hab blinzelt und war ganz auch. Alle Wienerinnen und Wiener hat er wiederholt, ich hab geschnauft und die Augenbrauen hochgezogen, ein bisschen stiere, damit er sieht, dass ich ganz bei ihm bin. Alle Wienerinnen und Wiener hat er nochmal gesehen, mir ist langsam langweilig geworden, ich hab meine Fingernägel angeschaut. Alle Wienerinnen und Wiener hat er schon wieder gesehen, meine linke Hand war ganz in Ordnung. Der Zeige- und Mittelfinger von der Rechte hat noch ein bisschen etwas vom Mittagessen unter die Nägel gekriegt, aber gut ist es gewesen, gut. Deftige Kost ohne Besteck, so wie mir das Megabenz in die Berg. Alle Wienerinnen und Wiener tragen das, der macht das aber spannend, habe ich mir gedacht. Aber jetzt kommt da sicher gleich der Spruch des Tages. Gestrahlt hat er übers ganze Gesicht wie ein Leuchtreklam. Alle Wienerinnen und Wiener tragen das Heurigen in sich. It Heurigen, Heurigen mit große G. Na, Holadrio, han immer denkt. Heureka, Heurigen. Das war's und deswegen hat er so lang umgetan. Er hat eine großzügige Pause gesetzt und hat sich vermutlich einen Mordsapplaus, Schulterklopfer oder zumindest anerkennende Aussage erwartet. Aussage wie zum Beispiel, Heurigen, hey, voll das Wortspiel, ey, Respekt, Alter. Oder Heurigen, wow, das ist gut, das trifft's genau, oder? Heurigen, na, es ist doch allweg wieder ein Wahnsinn, was it alles in der Sprache steckt, ha? So wie er im Wiesel, ja, oder Esel steckt, ha? Ja, man muss die Wörterlei ein bisschen genauer anschauen, geht? Oder, boah, Heurigen, das kriegen gut zahlte Werbetexte ein ganzes Kokserleben lang mit hin. Und so weiter und so fort. Ich hab nichts gesehen, hab mich gekriert, hab laut aufgeschnauft und man denkt, Himmel, Herger, Kümmelschnapp, schon wieder hat mich so ein Psuf, der sich selber gerne hört, im Klammergriff und weit und breit niemand um, dem er dir, jetzt kommt mein Lieblingswort, Plätschäler, Platterer anhängen kann. Leider haben wir Serviertrakt der Tadelheit und die hat auch schon alle Hände, falls die mit der Barhockerskultur aus Gammelfleisch, Ginsjacke, Holzhacker, Hemd und Westernstiefel im Eck. Und das Bale in Lack und Leder, das gerade mit der speckigen Sitzgarnitur verschmilzt, Sakrament und Heil und Zack, habe ich innerlich aufgejault und habe mich gefragt, warum? Warum ich? Warum heint? Ich han ja lei gewählt in Ruhe ein Bierle trinken und den Tag vergessen machen, hure Sakrament. Den Tag, der Anfang ist vom Unheil. Weil vorbei ist der Urlaub. Vorbei ist der Sommer. Adieu, arrivederci, hasta la vista. Der schimmelige Herbst ist da mit all seiner schlechten Seite. Das fängt ja schon beim Wort selber an. Im Herbst steckt Herb. Herb, Herber, Herbst. So schaut's leider aus. Im Herbst muss der Körper langsam auf Sparmodus eingestellt werden, müssen Vorkehrungsbiere vernichtet werden und nichts anderes habe ich gewählt und zwar, wenn möglich, in aller Ruhe, ohne ein Hochmann zu, ich habe einen Durchblick, Trottel an meiner Seite. Aber nein, warum? Warum ich? Warum heint? Habe ich mich wieder gefragt und keine Antwort gekriegt. Ich habe mir laut da
ziemlich laut. Er hat weiter da mit dem, was er gemeint hat, zu kennen und hat, nie wieder, und hat schon wieder rumgefangen. Und wichtig, hat er gesehen, ja freilich wichtig, hat man denkt, eh klar, nur ans Trau in Auge versenke. Wichtig, Doppelpunkt, wenn ausgesteckt ist, wird ausgerostet, Rufezeichen. Wenn ausgesteckt ist, wird ausgerostet. Na, servus, Geschäft, ein Naturtalent, klarer Fall, wenn man denkt, na, Talent allein ist zu wenig, Talent haben andere noch, aber das ist einer, der sein Talent pflegt, der übt, der überall und jederzeit an seiner Begabung feilt, eindeutige Ausnahmeerscheinung. Einer, der zwar geschätzte 10 halbe Intus hat, aber allweg noch weiß, wo der rhetorische Hammer hängt. Wenn ich den Heint noch loswerden will, habe ich mir gedacht, wenn ich den wirklich Heint noch loswerden will, muss ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Gut, habe ich ganz ruhig gesagt. Gut. Gut, habe auch ich jetzt so ganz pseudodramatisch mich wiederholt. Gut, ich persönlich habe es ja jetzt so mit den jungen Weih. Aber ich habe es mit jungen Haberer. Und nachher habe ich ihm gleich eingelangt in die Gritte. Ah, das versteht jetzt gar nicht. Da hat der Graskosche davor mal ganz schnell, ganz gnädig gehabt. Ist zurückgezuckt, aufgeschreckt, hat geschluckt und gestottert. Oh, 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 okidoki, du bist du Justen, wir haben ein Problem. Köhle habe ich gesehen. Markus Köhle mit Doppel-CK. Und ich schnupfte zum Frühstück, habe ich gesehen. Heil und zack und zack, Moment. Ich glaube, ich war ganz gut. Auf jeden Fall ist der geschoderte Dreiviertelhirfler auf der Stelle angehauen. Und so habe ich gedacht, noch einen ganz gemütlichen Abend gehabt, was jetzt aber nichts daran ändert, dass herber Herbst ist. Aber das gilt ja für uns alle. Und da als Leid ist bekanntlich Halbslad. In dem Sinn, nur eine halbe Prost auf den Winterschlaf. Das war ziemlich unsauber, Schüttler, Herr Chief. Ja, das muss ich jetzt schon sagen. Nein, ziemlich sauber. Meine U-Bahn-Dialoge, das wird ein Buch. Es gibt in Wien 101 aktive U-Bahn-Stationen und für jede davon habe ich mindestens einen Dialog aufgeschrieben. Und zu manchen Stationen bin ich einfach extra hingefahren und nicht nur einmal, weil es ist nicht so, dass ich immer gleich beim ersten Mal was anspült. Bei manchen hat es lang gedauert, bis da was passiert ist, zum Beispiel Perfekter Straße. Ja. Ich meine, da passiert überhaupt nie was. Außer, vielleicht fährt sich wer auf die Schienen, wenn man ich dort wohnen hat, hätte ich mich entweder schon tot gesoffen oder auf die Schienen gehabt. Aber vorher wahrscheinlich auch kein Auf, weil der perfekte Straßenfall sowas glaube ich nicht auf. Na, wie auch immer, jedenfalls am 11. März 2012 wird dieses Buch im Anno präsentiert. Und jetzt lese ich einen Dialog, der nicht drin steht. Ich nehme an, dass die dabei waren, auch nicht wissen, um was geht, aber das macht nichts. U3, Jungstraße, viele Frauen. Erste, Frauen sind nicht lustig. Zweite, nein, Frauen sollen daheim bleiben. Dritte, ja, darum gebe ich derer auf der Bühne auch nur ganz wenig Punkte. Vierte, richtig. Fünfte, wenn wir uns selber nichts zutrauen, trauen wir den anderen Weibern auch nichts zu. Thank you.